Hi, welcome back bei Max unterwegs. Heute wieder mal auf großer Tour, denn ich checke die Pfalzkarte. Ich habe jetzt 300 Tage Zeit, um mir die ganzen Sehenswürdigkeiten anzuschauen und ich werde damit ganze satte 155 Euro sparen. Wie das geht innerhalb von 3 Tagen, das erfährst du jetzt nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Max unterwegs. Freizeitangebote gecheckt, null gestresst. Mein Ausgangspunkt ist die Ziegelhütte in Edenkoben. Preis-Leistung ist gut und die Pfalzcard ist ebenfalls schon inkludiert. Die Pfalzcard ist absolut kostenlos und erhältst du in teilnehmenden Hotels. Die Karte bietet dir weitaus mehr, als ich dir in diesem Video vorstellen kann. Unter anderem sind Bäder, Saunen, Museen, Zoos, Führungen, Burgen, ein Bergwerk und sogar ein Kino absolut kostenfrei. Ich starte meine kostenlose Erlebnisse in Speyer. Entspannung gibt's am Tagesabschluss im Aquabella Freizeitbad. So, die erste Attraktion von der Pfalzcard, die ich ja kostenlos nutzen kann, ist das Sea Life Aquarium. Wichtig zu wissen, du brauchst ein Zeitfenster vorab zum Reservieren, dass du überhaupt reinkommst. Das Reservieren ist aber kostenlos und eigentlich würde das bis zu 21 Euro pro Erwachsenen kosten. Wie gesagt, mit der Pfalzcard kostenlos. Und jetzt lange genug geredet, jetzt geht's rein. Das Sea Life überzeugt mit hübscher Thematisierung. Allerdings musst du dir vor deinem Besuch unbedingt ein Zeitfenster reservieren, um eintreten zu dürfen. Dies geht über die eigene Website und ist kostenlos. Am Schalter nur noch das Zeitfenster vorzeigen und die Pfalzcard und schwupps ist man mittendrin in der Wasserwelt. Allgemein unterscheiden wir drin zwischen Knochen und Knorpeltieren, denn jedes Tier hier drin hat Knochen. Und zwar immer wieder schön anzuschauen, doch auch ziemlich klein, in meinen Augen zumindest. Auf rund 1700 Quadratmetern gibt es etliche Aquarien, Korallen, Vorführungen und Fütterungen zu sehen. Etwas enttäuschend ist der Unterwassertunnel, den ich bereits in anderen und schöneren Versionen erlebt habe. Familien werden hier sicherlich ihren Spaß haben, vor allem bei den kostenlosen Eintritten mit der Pfalzcard. So, das war jetzt die erste kostenlose Attraktion mit der Pfalzcard. Hier habe ich schon 21 Euro gespart. Das hört sich echt viel an, ist es auch. Und ich muss ehrlich sagen, für das Sea Life würde ich hier niemals 21 Euro ausgeben. Hat man eine Sea Life gesehen, hat man alle gesehen, meiner Meinung nach. Und nach 45 Minuten war ich hier durch mit Filmen und Fotografieren. Aber es war kostenlos, da kann man das durchaus machen. Es ist sehr schön anzuschauen. Für 21 Euro finde ich so viel, aber falls gerade kostenlos, lohnt sich. Und jetzt geht es weiter zur nächsten kostenlosen Attraktion. Die ist hier direkt hier in Speyer, 800 Meter entfernt. Und das ist der Dom mit Kaisersaal. Vom Sea Life aus, das direkt am Hafen von Speyer liegt, geht es nun rund 800 Meter mitunter durch den Dompark, vorbei am Heidentürmchen, viel Grün und Springbrunnen. Und schon befinde ich mich in der Innenstadt von Speyer und direkt vor dem Dom. Imposant ist das schon, doch die Preise sind meiner Meinung nach zu teuer. Ich erhalte einen riesengedruckten Faltplan zu meinem Eintrittsticket. Unnötig in meinen Augen. Infotafeln hätten es auch getan. Möchtest du noch die Krypta und Gräber anschauen? 4 Euro extra. Ein Audioguide, lächerliche 9 Euro pro Person. Der Kaisersaal ist nichts Besonderes. Hier gibt es einige große Gemälde, das war's. Auf die Spitze des Turmes geht es ab dem Kaisersaal über 215 Treppenstufen auf 60 Meter Höhe. 20 Quadratmeter groß ist die Aussichtsplattform und lässt Blicke bis zu 50 Kilometern in die Weite zu. Nett, würde ich sagen, wenn nicht die vielen Pfeiler im Weg wären, die den Blick trüben.
Hätte ich Geld zahlen müssen, hätte es mich etwas geärgert. Mit der Pfalzcard ein durchaus nettes Erlebnis zwischendurch, sofern keine Erwartungen vorhanden sind. Das historische Museum war zu unserem Besuch in einem Ausstellungswechsel. Somit waren zwei Ausstellungsbereiche nicht zugänglich. Die Ausstellung Luther ist zu meinem Besuch kostenfrei. Die Ausstellung Krone und Kreuz kostet hingegen im Normalfall 11 Euro. Darin ist zwar auch das Weinmuseum inkludiert, insgesamt jedoch preislich kein Schnäppchen. Die neu gestaltete Sammlung des Dommuseums fand ihren neuen Platz im Gewölbe des Museums. Beeindruckende Exponate aus 1000 Jahren Kirchengeschichte können hier erlebt werden. Das historische Museum in Speyer beherbergt auch das Weinmuseum und ist durch diesen großen überdachten Innenhof zu erreichen und natürlich in der Pfalzcard inklusive. Einzigartige Exponate wie der älteste flüssige Rebenwein der Welt sind die Highlights im Weinmuseum. Gleich zu Beginn die beeindruckenden Ausmaße der riesigen Baumkelter aus dem Jahr 1727, die seit mehr als 100 Jahren im Museum steht. Große Weinpressen, Fässer und alte Apfelanlagen zeugen von der Arbeit der Winzerinnen und Winzer. Damals wurde das Weinmuseum als weltweit erste öffentlich zugängliche Spezialsammlung seiner Art eröffnet. Seitdem wird die Ausstellung stetig aktualisiert und zeigt sich heute in einem frischen und modernen Gewand. So, das waren es drei Sehenswürdigkeiten in Speyer und ich muss sagen, boah, ganz schön teuer. Insgesamt 36,50 Euro für ein Aquarium, für ein Museum und für den Turm zum Besteigen auf den Dom hoch. Aber mit der Pfalzcard kostenlos und daher schon zu empfehlen, kann man machen, aber dafür würde ich tatsächlich nicht so viel Geld ausgeben. Letztes Highlight für heute ist auch kostenlos in der Pfalzcard mit drin, das Aquabella hinter mir. Das ist ein kleines Erlebnisbad mit einer Riesenrutsche und einer kleinen Saunaanlage. Davon wird es wahrscheinlich jetzt keine Aufnahmen geben, weil ich nicht drin filmen darf. Aber immerhin ist es mit drin und ich werde danach noch ein bisschen erzählen, wie es mir da drin gefallen hat. Ich gehe jetzt rein ins Aquabella und wir sehen uns gleich wieder. So, ja, ich bin wieder draußen aus dem Aquabella. Ich war da so 2 bis 3 Stunden jetzt drin. Ich hätte ja so gerne Aufnahmen für dich mitgebracht, aber leider ist striktes Film und auch natürlich Handyverbot im gesamten Bad, Sauna sowieso und nicht mal Rutsche durfte ich filmen. Aber kann man durchaus machen, es hat sich gelohnt, es hat mir hier sehr gut gefallen, es ist alles sehr einfach, aber es gibt immerhin ein Schwimmerbecken, ein Warmbecken, Kinderbecken und ein sehr großes Außenbecken mit 23 Grad, war ein bisschen frisch heute bei dem Wetter, aber es ist ja schön mit richtig heftigen Massagedüsen und auch so Wasserpilzen und so weiter. Die Rutsche hat auch viel Spaß gemacht und ja, die Sauna ist sehr klein, 3 Saunakabinen, Dampfbad wird gerade umgebaut, war es nicht nutzbar. Aber immerhin für das Gesamtpaket und für das, dass es kostenlos ist, war es richtig nett zwischendurch, kann ich empfehlen. Und ja, jetzt geht's weiter auf der Tour kostenlos mit der Pfalzcard durch die Pfalz. Tag 2. Heute geht es zu einem Gradierwerk einer Burg, dem Hambacher Schloss, dem größten Reptilienzoo Deutschlands und in die Südpfalz-Therme. So, ein neuer Tag. Heute geht's los in Bad Dürkheim und hier die erste Attraktion ist das Gradierwerk, die Saline in Bad Dürkheim. Es ist eine Saline, die Eintritt kostet, habe ich so noch nie erlebt, kostet aber auch nur 1,50 und dazu ist es mit der Pfalzcard so kostenlos. Es ist hier wie am Meer, so ein Meeresklima und es kommt sogar aus der Maxquelle. Ich genieße jetzt hier nochmal dieses Meeresklima und dann geht's weiter hier auf der Tour durch Bad Dürkheim. Das Gradierwerk, auch Saline genannt, ist stolze 18 Meter hoch und 333 Meter lang, wurde bereits 1847 erbaut und zählt zu den größten Anlagen in Deutschland. Damals gab es gleich mehrere Salinen in Bad Dürkheim, das heutige Gradierwerk ist der letzte überlebende Bau. Dieser beeindruckt mit seiner Größe und seiner Aussichtsplattform auf der zweiten Ebene am Ende des Bauwerkes. Gespeist wird das Gradierwerk mit der eigenen Maxquelle, die den zweithöchsten Arsengehalt weltweit vorweisen kann.
Magen. Ich bin so lecker. Tolles Erlebnis, entspannend und gesund. Daumen hoch. Am Fuße des Gradierwerks können zum Schluss Besucher kostenfrei Kneipen oder die Spielplätze aufsuchen. So, gerade noch unten in Bad Dürkheim im Gradierwerk gewesen, jetzt schon oben auf der Hardenburg. Das ist ein paar Kilometer außerhalb von Bad Dürkheim und hier kommst du eben auch kostenlos rein mit der Pfalzcard. Und du siehst, es ist hier recht atemberaubend. Hier gibt es einiges zu erleben und zu tun. Was genau? Ich schaue mir das genauer an und bin gespannt, was mich hier so alles erwartet. 4,50 Euro gespart und generell echt günstig ist die Hardenburg. Der Eingangsbereich mit den Kassen wurde großzügig gestaltet und zeigt eine kleine Ausstellung von archäologischen Fundstücken. Das erste Highlight stellt diese in der Mitte liegenden Glasscheibe dar. Hier können die ersten Blicke in die Tiefe des Bollwerkes mit einem Durchmesser von 23 Metern geworfen werden. Und das erste Highlight ist gleich nach dem Kassenbereich und das vermutet man hier gar nicht, hier das Torrondell. Und da oben drüber über mir, einige Meter, eine dicke Betondecke und da oben drüber ist der Kassenbereich. Man vermutet es nicht von oben und ist positiv überrascht, also ich zumindest, total genial und ja, ich freue mich auf die weitere Burg hier oben. Auf den ersten Blick nicht zu vermuten, kann die Burgruine bis in die kleinsten Ecken erkundet werden. Weitblick fast immer inklusive. Über den Ausfallgarten geht es in das Talbollwerk mit dunklen und finsteren Gängen und diente damals zur Verteidigung. Neben vielen Seitengängen und Räumen gelange ich über den Verbindungsgang vom großen Wohnbau in das Westbollwerk, dessen Mauerstärke stolze 7 Meter beträgt. Der Verbindungsgang ist 20 Meter lang und überwindet dabei eine Höhe von 8 Metern. Etwas beängstigend ist diese Wendeltreppe, bei der die Mittelsäule fehlt. Getraut man sich jedoch nach oben, gelangt man über eine moderne weitere Wendeltreppe auf den höchsten Punkt der Anlage. Hey, sorry, ganz oben angekommen. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber jetzt bin ich wirklich tatsächlich on the top hier auf dieser Hardenburg. Es sind einige Stufen, die man hier bewältigen muss. Runter, hoch, durch Tunnels, durch und Gewölbe. Es ist einfach sagenhaft. Selbst wenn man den Eintritt hier zahlen müsste, total genial. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall auch ein paar Kilometer Anweg. Lohnt sich auf jeden Fall hier für die Hardenburg. Die Hardenburg wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Günstig, beeindruckend und viel zu entdecken. Klarer Daumen nach oben. So, das war jetzt bereits das zweite kostenlose Erlebnis für heute und jetzt geht's zum dritten und das ist das Hambacher Schloss und wie das sein wird, ich bin gespannt und du wahrscheinlich auch. So, ich atme gerade ein bisschen schwerer, weil ich bin jetzt endlich oben angekommen am Schloss. Schöner Waldweg, aber man läuft wirklich einmal ganz dumm drumherum. Ja. Hier steht wieder Parkplatz. In der Richtung steht gar nichts dran. Aber da kommt man direkt hoch vom Parkplatz und man parkt von der Straße. Und da ist kein Hinweisschild. Also man weiß nicht, dass man hier wirklich ankommt. Jetzt weißt du es zumindest. Wenn du ins Hambacher Schloss gehst, dann nimm nicht diesen Sieben-Pfeifer-Weg, sondern lauf einfach wirklich hier diese asphaltierte Straße hoch und dann bist du ganz schnell hier oben. Immerhin 6,50 Euro gespart. Und ja, ich habe gerade eben schon gesagt, dieser Weg da hoch ist ja nicht ausgeschildert so richtig. Und jetzt aber hier ist das Schloss. Hier steht zwar auch wieder nirgendwo richtig, wie es zum Schloss geht. Und man bekommt hier so ein Bändchen, das man sich umlegen muss.
man kennt ja sonst das ganz normale Ticketsystem. Ja. Ich finde es ein bisschen ungeschickt, dass man mit einem Bändchen rumlaufen muss. Ich finde es ein bisschen, ja, blöd, so All-Inclusive-Urlaub mäßig. Na gut, ich lege mal das Ding jetzt an und dann geht's weiter zum Schloss. Das Hambacher Schloss beinhaltet Demokratiegeschichte zum Mit- und Nacherleben. Am 27. Mai 1832 wurde hier das Hambacher Fest gefeiert und gilt somit als Wiege der deutschen Demokratie. An diesem Datum kamen rund 30.000 Menschen auf den Schlosshügel und traten für ein geeintes Deutschland, politische Grundrechte und ein solidarisch verbundenes Europa ein. Geschichtlich ein bewegendes Ereignis. Hier heißt es zuhören, lesen und mitmachen. Das allerdings nur auf der obersten Ebene und so fällt der Besuch dann doch recht kurz aus. Von damals in die heutige Gegenwart lädt der zweite Ausstellungsbereich unter dem Motto Farbe bekennen ein. Eine Vielzahl interaktiver Stationen laden zum Mitmachen, Abstimmen und zum Kommentieren ein. Dabei geht es um Hambacher Themen wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Schwarz-Rot-Gold und Europa. Die Abwehrgarantie, das ist eine Staatsform, die eigentlich sich eins zu eins mit der Staatsform in Deutschland deckt. Nur anders heißt, die Bundeszentrale für politische Bildung hat mich quasi gefragt, ob ich Bock drauf habe. Der Rest des Schlosses besteht dann nur noch aus Sälen, die für besondere Events gebucht werden können. Die Ausstellung ist selbst gut gemacht, die Größe und die schlechte Wegbeschreibung tendieren für mich allerdings dann eher zum neutralen Daumen. So, ich bin angekommen in Landau im Reptilium, dem größten Reptilienzoo in ganz Deutschland. 3.400 Quadratmeter Fläche zum Erleben, Indoor und Outdoor. Ich gehe jetzt rein und bin gespannt, was mich drin erwartet. Der größte Reptilienzoo Deutschlands bietet auf 3.400 Quadratmetern Fläche mit Präsentationen und Schaufütterungen ein Erlebnis der besonderen Art. Hier kannst du aktiv mit dabei sein und beim Füttern helfen, Spinnen über deine Hände krabbeln lassen oder ein kostenloses Foto von dir und einer Schlange mit nach Hause nehmen. Die konstante Temperatur beträgt im Indoor-Bereich 25 bis 30 Grad, quasi Urlaubsfeeling. Schildkröten, Schlangen, Spinnen, Frösche und weitere Tierarten sind hier zu Hause und warten darauf, besucht zu werden. Vor allem als Schlechtwetterprogramm eine gute Alternative. Neben dem Nachthaus befinden sich in einer separaten Halle die Gastronomie mit moderaten Preisen, nur das Ambiente ist nicht so schön und recht laut. Den Ausgang erreicht man über das Außengelände, welches ehrlich gesagt nicht ganz so gepflegt rüberkommt. Hier wohnen Schildkröten, Schlangen und Waschbären. Wer möchte, kann direkt daneben in einem Tiny House übernachten. Mein persönliches Highlight waren hier die Waschbären. Zwar generell mit über 16 Euro nicht ganz günstig, mit der Pfalzcard allerdings einen Besuch wert. Das war jetzt die zweitletzte kostenlose Attraktion hier an diesem heutigen Tage mit der Pfalzgrad. Jetzt geht es noch zum Südpfalzfern im Badberg Zabern. Da ist der komplette Eintritt von ganzen Tag inklusive Sauna inklusive. Da werde ich leider keine Videos wahrscheinlich machen können, aber ich werde noch auf jeden Fall erzählen, ob sich das Ganze lohnt. Das heilende Wasser aus 450 Metern Tiefe wird mit 32 Grad in zwei zugängliche Becken gespeist. Die Sauna erstreckt sich auf 1500 Quadratmetern und bietet 5 Saunen sowie ein Dampfbad mit Salzeinreibung, ein Whirlpool und die Gastro mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis runden das Angebot ab. Tag 3. In Landau besuche ich den Zoo, die Lünette 41 und etwas weiter entfernt das Freizeitbad Cabalela. Der Abend geht bei einer Weinkerwe zu Ende.
Landau selbst hat mich doch sehr positiv überrascht. Eine schöne Innenstadt, aufgeräumt, viele kleine Cafés und Läden laden zum Flanieren ein. Für mich geht es jedoch erst einmal in den Zoo. Hier spare ich 10,50 Euro und generell ist der Eintrittspreis für diesen Zoo sehr günstig. Auf kleinster Fläche wurde hier ein wundervolles Erlebnis mit unterschiedlichen Welten geschaffen. Ob die große Tigeranlage, der Afrika-Themenbereich, ich bin begeistert. Seit 1904 kann der Zoo erlebt werden, damals natürlich in ganz anderer Form. Laut dem Motto des Zoos, den Tieren auf der Spur, können Besucher in der Tat auf mehreren Arten den Tieren näher kommen. Ob das begehbare Kängurugehege, die Freivogelvoliere oder der Streichelzoo. Nahe Tierbegegnungen sind hier keine Seltenheit. Top und Daumen nach oben! Heute umfasst der Zoo eine Fläche von 4,5 Hektar und beheimatet rund 750 Tiere in 110 meist exotischen Tierarten. Ich bin jetzt hier angekommen durch die wunderschöne kleine Innenstadt von Landau durch und jetzt bin ich hier am französischen Tor. Hier geht die Führung von Lunette 41 los. Wie gesagt, es geht unterirdisch durch verlassene Gänge durch unterhalb von Landau. Ich bin echt gespannt. Die Führung dauert 90 Minuten und ja, jetzt warte ich nur noch darauf, bis es losgeht. Die Führung der Lunette 41 dauert 90 Minuten und soll in die Tiefen der alten Gänge unter Landau führen. So zumindest laut Werbung. Und zwar gibt es ein paar interessante Fakten auf der Tour. Allerdings dauert es eine Ewigkeit, bis wir überhaupt in die Lunette 41 hinabsteigen. An insgesamt 4 Stops hören wir uns erst einmal sehr viel Geschichte an. So, kaum zu glauben, wir gehen jetzt endlich in die Lunette 41 runter. Nach 55 Minuten hier draußen rumlaufen. Wenn es heißt, die Führung durchs Lunette 41, dann erwarte ich nicht, dass ich hier fast eine Stunde um das ganze Denken rumlaufe und Geschichte mir anhören muss. Wer hätte es gedacht? Unten angekommen, stehen wir abermals, um weiterhin in die Geschichte einzutauchen. Dann endlich geht es los. Ein Gang runter, einen kleinen Abstecher um eine Kurve, einen leeren Raum angeschaut und wieder raus. Insgesamt dauert die Führung durch die Lunette 41 gerade einmal 15 Minuten. Der Rest war außerhalb mit Geschichte. Zwar 10 Euro gespart, leider jedoch verschenkte Zeit, denn die Erwartungen bzw. die Versprechungen konnten nicht eingehalten werden. Hier mein Tipp, lieber die Zeit für ein anderes Pfalzgrad-Erlebnis ausnutzen. Das Capalela ist ein Sport- und Spaßbad mit einem Schwimmer, einem Kurs und einem Planschbecken. Der Clou, das Dach und die Wände lassen sich bei schönem Wetter komplett öffnen. Die Sauna auf 1000 Quadratmetern ist etwas verzweigt, bietet jedoch eine kleine und wunderschöne Terrassengartenanlage, Knallbecken, 4 Saunen, ein Dampfbad, Tepidarium, Rötarium und ein osmanisches Bad sowie ein kleines Außenbecken und zudem den heftigsten Rausschmissaufguss, den ich je erlebt habe. Daumen hoch für diese kleine Erholungswelt.
In der Pfalz ist es nahezu ein Muss, auch mal einfach durch die Dörfer zu fahren. Urig, gemütlich, verträumt. Typisch eben für diese Weinregion. Und apropos Wein, natürlich gibt es hier auch Weinfeste, die Kerven, wie sie hier genannt werden. Für den heutigen Abend besuche ich die Kerwe in Neustadt an der Weinstraße. Und ja, gemütlich ist das zwar nicht mehr, dafür ein einmaliges Erlebnis mit Fahrtaktionen, Essens- und Getränkenständen. Highlight stellt allerdings das Theater in der Kurve dar. Hier ist die Gemütlichkeit zurück, coole Drinks und wunderbare Musik zum Dahinschmelzen. Wenn dir die Musik gefällt, dann bleib nach dem Fazit dran, denn ich habe dir danach noch ein kleines Special der Musik dazu gepackt. Und ein besser als dich dann, ich find jedes apart. Und du bist so wie du bist, und du bist und bleibst mein Peins. Manche kennen nicht mit dir. Der allermeisten Fall. Macht das so herrlich. Es hat angefangen zu regnen, aber ist gar nicht so schlimm. Aber die sind so cool hier, die machen jetzt Kleinkunstbühne tatsächlich. Also, die haben jetzt die ganzen Leute auf die Bühne geholt, weil es regnet. Und beschallen jetzt komplett direkt. Es sieht total cool aus und einfach total genial. That's why I'm easy. Ooh, I'm easy like a Sunday morning. Heute ist leider schon Abreisetag, doch kein Grund, gleich nach Hause zu fahren. Auf dem Nachhauseweg geht es noch in das Museum unter dem Trifels und auf die Burg Trifels selbst. Das Museum unterm Trifels befindet sich in Annweiler. Wundervoll erhaltene Fachwerkhäuser, ein kleiner Bach, Idylle pur. Weiter geht's auf meiner großen Checktour mit der Pfalzcard. Heute starte ich im Museum unterm Trifels. Das ist hier hinter mir schon zu sehen. Es ist ein kleines Museum mitten in dieser kleinen urigen Fachwerkstadt und gespart wird hier 3,50 €. Das Museum streckt sich auf 800 Quadratmeter innerhalb dreier Fachwerkhäuser und einer Wassermühle. Gnadenlos brannte die Sonne an diesem Tag auf die Erde heran. Und so stieg ich vom Pferd, um mich in den Fluten des Flusses zu erfrischen. Kaum hatten mich die Wasser umspült, begann mein Herz rasend schnell zu schlagen. Ich verlor das Bewusstsein und fiel in einen tiefen, tiefen Schlaf. Während in einer Höhle Friedrich Barbarossa die Geschichte erzählt, warum er seit Jahrhunderten im Felsmassiv des Trifels ruht, kann auf dem chronologischen Rundgang die Historie der Burg Trifels, die Entwicklung der Stadt Annweiler und seiner Umgebung erlebt werden. Insgesamt ein kurzweiliges und sehr schönes Erlebnis. Daumen hoch! Das ist schon cool gemacht hier, mit so einfachsten Mitteln eine ganz tolle Atmosphäre geschaffen, hier in so einem verzauberten Wald quasi. Echt gut, einfach, aber echt gut. Vom Museum unterm Trifels im Tal geht es nun hinauf zum letzten Highlight meiner Tour, der Burg Trifels. Der Abschluss bildet die Burg Trifels. Die Anfahrt mit dem Auto dauert recht lange und der Parkplatz kostet 1,50 €. Dieser Betrag kann jedoch komplett als Gutschein in der Gaststätte Barbarossa eingelöst werden. Interessantes Konzept, da bei Einlösung das Parkticket nicht mehr im Auto liegt. Aber irgendwie hat's funktioniert. Also um Eingang zu kommen, muss man ganz schön viel, lange und sehr steil den Berg hochlaufen.
laufen. Ich hoffe, das Ganze lohnt sich. Ja, es war ganz schön anstrengend, da hochzulaufen, aber hat sich zumindest mal von der Aussicht her voll gelohnt. Ihr seht im Hintergrund, wie geil die Aussicht ist. Wirklich kilometerweit lohnt sich. Den Namen verdankt die Burg ihrer Lage. Die Trifels thront auf einem dreiteiligen Sandsteinfelsen und daher war der Name Trifels naheliegend. Allein der Außenbereich überzeugt bereits mit seinen Aussichtsplattformen und Weitsichten. Die Burg einzunehmen war nahezu unmöglich und hier oben wurde sogar der weltbekannte König Richard Löwenherz gefangen gehalten. Im Inneren können mehrere Treppen auf- und Abgänge erforscht werden. Zwar hat man immer das Gefühl, nicht alles gesehen zu haben, doch die einzelnen Gänge enden meist in den gleichen Räumen. Besonders imposant ist der Kaisersaal, der mittlerweile an den Geschmack der damaligen Zeit nachempfunden wurde. Vorbei an der Burgkapelle und der Schatzkammer geht es ganz nach oben. Der Ausblick grandios und allein schon eine Anreise wert und das gerade mal für 4,50 Euro. Ein wunderschöner Abschluss der Pfalzgrad-Erlebnisse und definitiv einen Daumen nach oben wert. So, das war jetzt mein großer Check mit der Pfalzcard. 3,5 Tage lang auf Erlebnistour und reingepackt, was geht und lohnt es sich? Ja, auf jeden Fall. 155 Euro pro Person gespart bei ganz, ganz vielen Sehenswürdigkeiten. Total begeistert hat mich der Landauer Zoo, der war richtig mega und auch die Hardenburg lohnt sich definitiv zu besuchen. Und ansonsten Pfalzcard wirklich 2 Daumen nach oben für diese tolle Leistung. Und ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, dir hat's gefallen und würde mich freuen, dich mal wieder bei einem neuen Video begrüßen zu dürfen. Und sag bis dann, tschüss, bye bye und bleib gesund. Treat me this way, 'cause I'll be back on my feet someday.
Hast du Bock auf noch mehr Freizeitchecks? Dann ab zum nächsten Video und klick auf den Abo-Button.